Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo Combat Evolved Anniversary Edition oder Halo Kampf um die Zukunft Anniversary Edition. Der Titel ist noch nicht kürzer geworden und ich muss ein Geständnis ablegen, ich habe die ersten 10 Folgen vor einer gefühlten Ewigkeit aufgenommen. Noch vor Max Payne 3 habe ich damit mal angefangen und dann sind die Folgen halt eine Ewigkeit auf meiner geilen Festplatte geblieben und irgendwann habe ich mir gedacht, kannst du die ja mal hochladen. Und ja, jetzt werden natürlich auch wieder neue Folgen aufgenommen. Und ich habe jetzt sogar ein bisschen gelernt durch eure vielen, vielen Kommentare. Gucken, was das jetzt hier für eine Waffe ist. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob die so geil ist. Also ihr habt ja beispielsweise gesagt, dass das Sturmgewehr mittelgut ist. Und die Alien-Waffen teilweise ziemlich geil sind, deswegen werde ich das hier jetzt, die jetzt hier nochmal ein bisschen ausprobieren. Außerdem kann ich ja hier mit der Pistole zoomen. Die soll also relativ overpowered sein, habt ihr auch schon mehrfach in den Kommentaren geschrieben. Das werde ich mir auch mal hinter die Ohren schreiben und damit mal ein bisschen rumprobieren. Und ja, hiermit dann mal auch. Vor allem mit einem vollgeladenen Ding kann man, glaube ich, so einiges anstellen. Mal gucken, ob ich das vernünftig hinkriege taktisch. Kleine andere Neuerung, ich nehme mit einer anderen Hardware auf und zwar benutze ich jetzt erstmals die Elgato HD Capture Card. Mal so ein bisschen Test, die Firma war freundlich genug, mir die kostenfrei zur Verfügung zu stellen und die kann einfach mal 1080p. Ja, voll die Sniper-Pistole, merke ich gerade. Und ja, ich hoffe, ihr werdet es entsprechend merken. Also die Qualität der Videoaufnahme sollte ein ganzes Stück besser sein jetzt. Ich hoffe, das entspricht der Wahrheit. Und ich schieße erstmal gegen den Baum. Ja, der Nachteil ist jetzt natürlich dadurch, dass ich ungefähr, dass ich ungefähr 2 Monate oder so jetzt nicht mehr Halo gespielt habe, ist, dass ich noch noobiger bin als sowieso schon. Als ich sowieso schon war. Das bitte ich zu entschuldigen. Boah, dem bin ich ausgewichen. Oh, jetzt habe ich keine Munition mehr, oder was? Aber ich bin voll der Fernkämpfer jetzt hier mit der Pistole. Die kann ja einiges, ohne Witz. Wow. Die automatische Zielfunktion verwirrt mich trotzdem immer mal wieder so ein bisschen. Aber dadurch, dass die eine Waffe jetzt hier schon so schön leer ist, ich habe nämlich überhaupt nicht auf die Munition geachtet, nehme ich jetzt doch wieder mal das Sturmgewehr. Ich finde das gar nicht so kacke. Ich finde, das macht relativ viel Freude. Oh. Soll man eine Runde nachladen? Wieder die Pistole auspacken. Also es hat sich so einiges getan, seitdem ich das letzte Mal Halo aufgenommen habe. Wie gesagt, ich habe mal das komplette Max Payne LP komplett alleine gemacht. Und ich bin mittlerweile umgezogen. Und ja, alles ist so ein bisschen, alles ist so ein bisschen anders. Ich bin ja noch nicht mehr hundertprozentig drin, obwohl ich mir gerade zur Vorbereitung nochmal diese etwas verwirrende Zwischensequenz angesehen habe, die es durch dieses Terminal gab. Und durch eure Kommentare habe ich ja auch herausgefunden, dass es mehrere von diesen Terminals gibt, von denen ich auch schon so einige komplett übersehen habe. Ja, ihr habt schon richtig erkannt, ich bin ein ziemlicher Noob. Aber ja, da kann ich jetzt auch nicht so viel dran ändern. Ihr habt auch richtig erkannt, dass ich zum ersten Mal Halo spiele. Das wird immer mal wieder gerne richtig gesagt, vor allen Dingen in Hinblick darauf, dass ich nicht viel von der Geschichte weiß. Aber irgendwie halte ich persönlich jetzt nicht allzu viel davon, mich da jetzt irgendwie krass. Oh, da war eine Granate. Wow. Die hat mich mal krass fertig gemacht. Was ich eigentlich sagen wollte, ich halte nicht allzu viel davon, mich jetzt irgendwie krass in so einem Halo-Wiki einzulesen oder so. Das habt ihr ja auch nicht gemacht, als ihr das erste Mal Halo gespielt habt, oder?
Also, ich möchte die Geschichte eigentlich noch relativ unvoreingenommen erfahren, sage ich jetzt mal. So, und die Nadelkanone soll ja der ultimative Burner sein, deswegen nehme ich die auf jeden Fall mit. Ich höre ja auf euch. So, Ruhe am Pott hier. Das Krasse ist, jetzt benutze ich die Pistole mal ein bisschen und schon habe ich überhaupt gar keine Muni mehr für die. Na, dann ist es halt dieser geile Nadelwerfer. Was haben wir denn hier Feines? Schilde eingesammelt. Ist das hier irgendwas Besonderes? Offensichtlich nicht. Okay, da wollen wir mal nicht runtergehen. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh, es geht wieder irgendwo rein. Ich habe generell gerade ein bisschen rumgespielt mit den unterschiedlichen Einstellungen, vor allem von der Controller-Geschwindigkeit. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt so hundertprozentig das Richtige getroffen habe, ehrlich gesagt. Aber eingespielt war ich ja sowieso schon nicht mehr. Wie gesagt, schon ewig nicht mehr Halo gespielt. Das war auch nicht so wirklich der Plan. Oh, die Scheiße. Ach du Scheiße, what the fuck is that? Hab ich gegen die schon mal gekämpft? Oh shit. Oh shit. Das Geile bei dem Nadelwerfer ist ja, dass es diese chemische Reaktion gibt, wenn, genug von den Nadeln erstmal am Gegnerkörper sind, was natürlich überhaupt nichts bringt, wenn er so geil blockt. Was natürlich auch nichts bringt, wenn er so, aua, oh, wenn ich keine Munition mehr habe, für gar nichts. Hattest du irgendeine Waffe dabei, die ich benutzen kann? Oh, wollte mich verarschen, aua. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt habe ich gar nichts mehr, oder was? Sehe ich das richtig? Ich habe keine Munition für irgendwas. Aua. Ja, dann gehe ich halt in den Nahkampf. Scheiß die Wandern. Ich habe... Wie viel Leben habe ich oben noch? Oh ja, noch richtig viel. Und ich habe auf gar keiner Waffe irgendeine Munition. Das geht ja hier richtig geil los. Das finde ich aber auch frech, dass ich deren geilen Waffe hier nicht übernehmen kann. Die war doch recht, recht nice. Also muss ich jetzt tatsächlich zurück, um eine Waffe zu finden, weil ich sehe hier nichts munitionsmäßig und so. Hier ist gar nichts. Ja, das war natürlich so nicht der Plan. Oh. Das ist wirklich noch nicht perfekt, glaube ich, mit den, mit der Steuerung. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ist die Sichtanpassung die Geschwindigkeit, die Scrollgeschwindigkeit? Ich setze mal ein bisschen runter. Ein bisschen sehr extrem. Ja, besser als gar nichts, jetzt erstmal das zu haben. Was gab es hier? Achso, jetzt habe ich hier wieder so eine Nadelpistole. Ist natürlich auch geil. Wieso habe ich die Muni davon vorher nicht mitgenommen? Dann könnte ich ja theoretisch die Waffe als Zweitwaffe. Nee, hä? Gib mir die. So. Jetzt nehmen wir hier nochmal ein bisschen was mit, was wir verhindern. Also das Special-Schild quasi. Aufgrund unserer Lebenssituation ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee.
Okay, jetzt aber hier weiter im Text. So ein Healthpack wäre jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Habe ich noch nie gebracht, diesen Satz in diesem Let's Play. Hat sich da gerade was bewegt? Ah, ich habe mittlerweile auch einen neuen Fernseher. Ich habe es vorher noch auf meinem alten Fernseher gezockt. Mit Holo-Konsole das Sicherheitssystem runterfahren. Sieht ja interessant aus. Dann wollen wir mal mit der Holo-Konsole das Sicherheitssystem runterfahren. Gucken, was das bedeutet. Das bedeutet Zwischensequenz. Oh yeah. Jetzt müsste sich die Tür öffnen lassen, die zum Hauptschacht führt. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Da ist so ein Mongo. Mit so einem Nahkampfwaffending. Es ist so ruhig, es wird mir unten rechts angezeigt. Wo habe ich denn jetzt so was geöffnet? Okay, hier offensichtlich nicht. Was ist das denn hier Feines? Nix. Okay. Also kann ich jetzt nur wieder darum, wo ich gerade hergekommen bin. Wo hat sich denn hier jetzt gerade was geöffnet? Mayday! Mayday! Landungsschiff Bravo 22 unter Feindbeschuss! Wiederhole! Wir sind unter schwerem Beschuss und verlieren Höhe! Verstanden, wir sind unterwegs. Okay, schwerer Beschuss. Ach ja, genau, das mit dem Englisch und so. Ja, ich habe es jetzt so lange auf Deutsch gespielt. Ich glaube, ich werde es jetzt auch beibehalten. Ich weiß, dass ich es umstellen kann. Aber, also ich weiß mittlerweile, dass ich es umstellen kann. Aber so mittendrin jetzt hier irgendwie die Sprache wechseln, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich wiederum nicht. Ohne Scheiß, konnte ich jetzt hier nicht mehr weiter? Das kann ja nicht sein. Muss ich jetzt ernsthaft wieder zurücklaufen? Find ich ja frech. Okay, dann wollen wir mal wieder zurück. So eine Map wäre vielleicht mal ganz hilfreich. Ah ja, genau, ich sollte ja mal häufiger auf Select drücken. Machen wir das mal hier direkt. Oh ja, der Gang sieht jetzt hier aber mal gar nicht mehr so geil aus auf einmal. Habe ich gerade einen Gegner gehört? What the fuck? Wo ist er hin? Fuck. Offensichtlich treffe ich ihn nicht. Alter! Jetzt hätte ich gerade gerne mein Sturmgewehr. Moment, aber ich habe doch, glaube ich, zwei gesehen, oder? Weil meine eine Batterie ist jetzt schon wieder leer. Nehmen wir mal das Ding hier. Und wir haben zwei Plasmagranaten eingesammelt. Ich bin mir relativ sicher, dass ich gerade noch zwei gesehen habe. Oh, jetzt kommt Mucke. Oh, jetzt kommt geile Mucke. Okay, noch sehe ich niemanden. Aber offensichtlich ist es richtig, dass wir zurückgehen. So weit, so gut. Erstmal wieder nach rechts unser geiles Schild auffüllen. Das kann ja sicherlich nicht schaden. Oh, jetzt werden die Texturen nachgeladen, okay. Chief? Bravo 22 sollte uns ein paar schwere Waffen bringen. Da wir es mit Jägern zu tun bekommen, dachte ich, sie könnten sie gut gebrauchen. Muss Gehen ich wir jetzt den Strand ab. Halten Sie nach Frachtausschau, die wir bergen können. Ich sehe da hinten Gegner. Gehen Sie den Strand ab, ja. Lol. Das wollte ich sicherlich nicht. Hoppala. Dann gehe ich mal runter. Whee! Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Das ist mir scheißegal. Ich weiß, dass ihr Mongos da oben seid. Oh.
Da geht mein Handy. Schon wieder 15 Minuten um, oder was? Das ist ja der Hammer. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Bleib geschmeidig, Handy, bleib geschmeidig, bleib geschmeidig. Oh Gott. Aua, ich hab mir meine Fingerchen verbrannt. Ich schieße jetzt gerade nur mit dieser Waffe ausschließlich, weil ich keine andere Waffe habe. So, jetzt hätte ich zumindest immerhin diese. Die soll doch ganz gut sein, um Schilde quasi zu knacken. Einen habe ich da oben mitgenommen. Oh, what is that? Holy shit! Das ist eine fucking Bazooka. Fuck, jetzt treffe ich den da oben nicht, oder was? Oh, Schild, Mann. Okay, Bazooka ist vielleicht ein bisschen extrem. Vor allem gegen diese ganz normalen Gegner. Da ist noch eine. Habe ich hier keine andere Waffen? Oh ne, aber ich sehe Health Kits. Aber ich bin voll. Mein Gott. Völlig neues Gefühl. Oh. Ich hasse dich. Ohne Scheiß. Manche haben in den Kommentaren geschrieben, die glauben, dass, dass diese kleinen Viecher von Hardy gesprochen werden. Ich kann mir das sogar wirklich vorstellen. Ohne Scheiß, wofür habe ich hier einen Bazooka? Was kommt jetzt bitte für ein krasser Scheiß? Na egal, wir steigen erstmal in den Warthog ein. Ich hätte jetzt gerne jemanden, der mitfährt. Aber genau, mein Handy ist ja gegangen. Eine Folge ist schon wieder vorbei. Okay, tut mir leid, dass der Start jetzt wieder so ein bisschen rostig ist, sage ich jetzt mal, weil ich so lange Pause gemacht habe. Aber the show must go on. Und ich wollte ja sowieso dieses Spiel endlich mal zu Ende spielen. Ich weiß auch nicht, wieso ich da die Pause gemacht habe. Irgendwie habe ich diese eine 10 Folgen lange Aufnahmesession gemacht und dann irgendwie vercheckt, nochmal Halo weiterzuspielen. Aber das wird jetzt nachgeholt. Ich bin hoffentlich so in naher Zukunft wieder drin im Game und dann geht's weiter. Also bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute.